Jo, hallo, liebe Leute, immer noch hier am Whipping Willow Karpfenfang. Und jo, ich schätze mal, der Kescher wird dieses Mal voll werden in diesem Video. Das werden auch keine 2 Ingame-Stunden werden mehr, weil es sind nur noch 90 Kilo. Die wir brauchen hier. Ausrüstung und Spot und die Markierung. Wenn ihr das wissen wollt, guckt euch den ersten Teil davon an. Also das hier wird der fünfte Teil. Guckt euch am besten alle 5 Teile an, dann seht ihr hier, welche Uhrzeiten, ne, am besten sind hier bei dem sonnigen Tag hier, wenn ich vorgespult habe und so. Und jo, jetzt müssen sie nur noch beißen. Möglichst heute noch. Na komm, beiß. Nö, ist weg. Leider weg. So, komm, Fische, komm, ran jetzt hier. Ich will den Kescher voll haben in diesen 2 Ingame-Stunden. Das geht nur, wenn jetzt hier auch mal Bisse kommen. Hallo Karpfen, wo seid ihr? So, beißen jetzt hier, komm. Ja, so ist es vernünftig. So will der Papa das sehen. Aber du bist zu klein. Ich will große sehen hier. Hobby, einzigartig. 5 Kilo Fische, die können wegbleiben. Brauche ich nicht unbedingt. Mal kontrollieren, ja, Aufnahme läuft. So, Viertel Ingame-Stunde ist durch und ein einziger 5-Kilo-Fisch bis jetzt. Das ist ja schon wieder mager hier. Letzte Ingame-Stunde im letzten Video, die fing so gut an hier, 17 bis 18 Uhr. Und ich traf hier ein einzigartiger gebissen. Und jetzt ist hier schon wieder Feierabend oder was? Was ist denn hier mit der Route schon wieder? Wieso liegt die nicht mal an dem Platz, wo ich sie hingeworfen habe?
Wenn man an den Kescher guckt, sieht man die 5, 3, dann 6, dann 6, 6, 6 und dann die nächste 6. Also 5 Sechsen hintereinander. Einmal mit Komma getrennt und einmal mit Bindestrich, also mit Querstrich, also Slash getrennt. Schrägstrich, besser gesagt. Und damit die 666 genau in der Mitte eingerahmt von zwei Sechsen. Habe ich so häufig in dem Spiel hier, die 666. Das ist schon nicht mehr feierlich. Zahl des Teufels. Soll mir das irgendwas sagen? Komm nicht auf Idee, jetzt zu beißen, während ich den rausdrülle. Da habe ich keinen Bock drauf. War schon heute häufig genug so nervig mit dem Rumgepiepe, wenn man einen reindrillt. Wo man dann nichts gegen tun kann, gegen das Gepiepe. Das könnte mal wieder ein großer Tropfi oder ein Einzigartiger sein, aber eher ein großer Tropfi. Ja, sogar ein einzigartiger, 25 Kilo, dafür hat er aber wenig gekämpft. So, 60, 58 Kilo noch. Also rund 60 Kilo. Drei einzigartige noch oder vier Troppis. Aber große Troppis. Dann haben wir endlich den Kescher voll. Hat auch lang genug gedauert. Ey. 10 Ingame-Stunden, wenn dieses Video voll wird mit 2 Ingame-Stunden. Also in der 9. Ingame-Stunde sind wir jetzt schon. So, mehr Bisse bitte. Das ist schon wieder viel zu lahmarschig hier. Jo, der hat sogar gebissen. Wow. Oh, ist wieder was Kleines. Noch nicht mal 5 Kilo. Jetzt werden die auch noch wieder immer kleiner hier, oder was?
Und nach so einem ganzen Tag am Whipping Willow, so viele Ingame-Stunden, also auch echte Stunden. Dann hat man auch erstmal wieder die Nase voll von Karpfen. Also 2, 3 Ingame-Tage durchfischen an einem Gewässer, das mag ich gar nicht mehr, Emmy. Langweilt mich zu Tode dann. Ich brauche mehr Abwechslung mittlerweile. Bei den Missionsfischen habe ich es ja probiert, da mehrere Ingame-Tage hintereinander irgendwie und der gesehen hat nicht geklappt irgendwie. Diese blöden Missionsfische da von den 2 Missionen, einmal Wels mit Gummikrebs und die Sachen mit den Swimbaiter, die Säbelzahnsammler und so, das ist einfach nervig. Zieht sich so in die Länge, da habe ich mittlerweile Wochen hinter mir. Wochen. Echte Wochen. Nicht Ingame-Wochen, sondern echte Wochen. Bestimmt 40 oder 50 Ingame-Tage und diese blöden Fische wollen einfach nicht beißen. Nee. Immer knapp drunter, unter dem Gewicht, was sie haben müssen. Nicht einmal einen einzigartigen oder einen großen Trophy, der das Gewicht hatte. Und hier will ich auch schon wieder nichts mehr beißen. Irgendwie 2 Fische bis jetzt. Die Ingame-Stunde ist gleich rum. 11 Ingame-Minuten nur noch. Ist schneller vorbei, als man Pop sagen kann. Und nur 2 Bisse. Was ist denn los jetzt hier? Ja, weil Kescher bald voll, ne? Dann verzögert das Spiel wieder. Dann wird man auch ja bis zum Abend, bis 21 Uhr hier durchangeln muss, um den Kescher voll zu bekommen, oder wie? Sehe ich das? So, jetzt komm und beißt mal hier. Kann aber nicht warten, Schweini. Jo, wenn nach 10 Stunden, Ingame-Stunden hier der Kescher nicht voll ist, dann breche ich das ab, dann werde ich den Kescher nicht voll angeln. Weil nochmal 2 Ingame-Stunden, nochmal ein Video, das werde ich nicht machen. 5 Videos für einen Ingame-Tag ist auch ausreichend. Und 2,5 Stunden Filmmaterial. Etwas drüber sogar, weil mit Anmoderation und hier und das zeigen und so. Sind das fast 3 Stunden Videomaterial. In 5 Videos. Wenn bis dahin der Kescher nicht voll ist, dann oh, scheiß drauf. Kann man den Rest ja hochrechnen. Prozentual. Wie viel man hätte, wenn man dann bis zum Ende durchziehen würde, bis der Kescher voll ist. Aber es tut sich wirklich gar nichts mehr hier. Es ist wie abgeschnitten. Muss ich wieder mit dem... Ah ja, ich muss die Spinnrute nur in die Hand nehmen und dann geht das Gepiepe sofort los. Na komm, beiß. Na, drohen reicht nicht, ne? Alles klar, dann werfen wir aus. Gucken wir mal, was hier noch so beißt.
noch nicht mal ein Fehlbiss. Das hält sich überhaupt nichts für den Köder. Nehmen wir mal einen anderen Köder. Jetzt habe ich kein 18 Gramm mit. Nehmen wir mal den 14 Gramm Spinner hier. Das war eigentlich viel zu leicht, aber egal. Den können wir dann mit Tempo 1 führen. War ganz kurz was dran am Köder. Einmal kurz gezuckt. War leider nicht richtig gebissen. Plus Barsch oder Döbel. So, die erste Ingame-Stunde ist durch von diesem Video. Und es haben nur zwei Fische gebissen, einer mit 5 und einer mit 20. Also ein einzigartiger, ein normaler. Ganz merkwürdig. Ich habe tatsächlich mal wieder ein Biss. Kann ja wohl nicht angehen. Ja, jetzt wollen sie wieder alle gleichzeitig, ne? Das ist so zum Kotzen irgendwie. Eine ganz fast ganze Ingame-Stunde nichts und dann wieder alle auf einmal. Wie ich das hasse, ey. Und dann das Rumgewedel nach dem, wenn man den Fisch angenommen hat, irgendwie mit der Rute, so wedelt er dann noch eine halbe Stunde erstmal durch die Gegend, bevor man die nächste Rute annehmen kann. Das nervt mich schon, seitdem sie diese Animation eingeführt haben, nervt mich die. Könnt ihr gar nicht ermessen, wie doll mich die nervt. Ja, völlig überflüssige Animation, die kein Mensch braucht. Die auch keine Bewandtnis hat, irgendwie. Weil er wedelt da einfach nur mit der Rute durch die Gegend. Er hat gebissen. Weißer Amur oder? Jo, weißer Amur. Und sogar wieder ein einzigartiger. Sehr schön. Da mehr davon, bitte. So, 24 Kilo noch. Ein einzigartigen noch. Oder zwei Trophys. Dann haben wir es. Dann ist der Kescher voll. Machen wir den nächsten Biss.
Kriegen wir den Kescher doch noch voll in den 2 Ingame-Stunden. Darf er wohl nicht warten, Schwein. Und nochmal ein weißer Amur. So, 11 Kilo noch. Und mit Chance ist das der Kescher Vollfisch. Jawohl. Kescher voll. So, schauen wir mal. Sechshundertsechsundzwanzig,621 Kilo. Also 6262. 6-2, 6-6-2, also. Und dann nochmal 6-2 am Ende, ja. 3-mal 6-2. Komische Zahlenkombination bekomme ich immer in dem Spiel. 111.647 Cash. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 11, 11 einzigartige, 2, 4, 6, 8. Oh. Dieses Springen, wenn man kann ihn nicht zählen. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 9. 9 passen hier in eine Reihe. 9. Also ist besser. 10, 11, also 11 einzigartige. So, das sind wieder 9, ne? 4, 8, 9, ja, 9. Achtzehn Trophys, 9 einzigartige, 18 Trophys. 9 und 18 sind 27. Sind 25 und 25 normale. Boah, so, und jetzt reise ich mal ab und dann gucken wir mal, was ich dafür bekomme. Achtung, mit Premium natürlich, ne? Ich habe mir wieder Premium gegönnt, weil es ging einfach ohne Premium mehr, nur noch so schleppend vorwärts, irgendwie. Das hat Ewigkeiten gedauert von Level 70 bis 71 ohne Premium. Das gebe ich mir nicht mehr, irgendwie. Nur noch mit Premium. Da geht alles ja, fast doppelt so schnell dann. Ja, 48.757 XP für den Kescher voll mit Karpfen und 111.647 Cash. Da kann man nie meckern, ne? Aber ähnlich viel XP bekomme ich auch, wenn ich Arapaimas oder Haie angel den Kescher voll.
Ist nicht, obwohl, ich krieg sogar ein bisschen mehr bei Arapaimas mit Kescher voll und da ist ein einzigartiger oder ein großer Trophy bei, dann bin ich locker bei zwischen 50 und 60.000 XP. Also, aber nur wenn auch große dabei sind, ne? Wenn man dann nur junge und normale fängt, Emmy, dann kommt man auch ähnlich wie hier, so zwischen 35 und 45.000 an XP. Und geldmäßig ist auch ähnlich, also es tut sich alles nicht viel. Okay, Leute, das soll es denn gewesen sein von den einen Tag an Whipping Willow. Und oh, tschüss, bis zum nächsten Mal.